gerade ärgert, ist, ich bin nicht echt so gut durchgekommen die ganze Zeit. Und ja, ich kenn's. Mit oder ohne Match. Match. Scheiße. Ich hätte sogar noch Heilung überkommen, also. Das war nicht einmal so eine Scheiße, jetzt nur ich es schaffe, weil sonst. Rückwärts aus meiner Situation oder so. Das war einfach nur meine Dummheit. Das, was einen am öftersten umbringen im Rahmen, ist die eigene Dummheit. Also, ich hab's nur auf dich beim mit dir umgekommen bin, so, ganz am Anfang etwa. Das war auch krass. Jetzt wäre ich vielleicht noch dumm fast in meinem Dings im Abgrund hier gehabt. So, ich hab geschaut drauf und dann lag der rückwärts weg. Ja, solange der brennt, kannst du dem halt nicht zu nahe. Vor allem, ich hätte ihn ja auch noch killt, aber der kriegt anscheinend einen total krassen Schutzschild, wenn er also mache ich am 600 Schaden oder was? Ja, sobald er sein Feuer anhat, nimmt er kaum noch Schaden. Das ist dann schiebt er einfach nur. Der absorbiert ihn dann irgendwie. Total krass. Na, also wascht mal die anderen zwei dann noch. Und dann Spielzeug chronologisch geht. Was ich irgendwie total schon. Ah, gut. Das liegt wahrscheinlich daran, weil das ja hier Skull of the Sim extra so umgebaut ist. Was meinst du mit umgebaut? Dass jeder, der das jetzt früher so gemacht hat, was später schon so, der muss ja theoretisch auch erst wahrscheinlich noch gekühlt haben, bevor er dann überhaupt in die Balance geht. Nee. Du kannst vor die Addons machen, ganz klar. Ja, aber die waren ja noch nicht heraus. So meine ich. Ich hab ja erst später raus. Du musst ja nur die Schlüssel finden. Sobald du den Schlüssel hast, kannst du ja vorne hier dran sein. Nein, das verstehst du jetzt nicht. Nee, das meine ich. Ich meine damit, du kaufst das Spiel ganz klar rein. Und ja, die Addons gab's ja noch nicht sofort. Das heißt, das hast du schon durchgespielt, bevor die Addons überhaupt auf dem Markt waren. Vermutlich. Ach so. Ja, gut, okay. Die Addons, ja gut, die Addons kommen dann immer später. Aha. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das ja so weit abmöglich sein muss. Dass er den dass ich halt jetzt Aschandler killt, ohne dass er auftaucht. Ich dachte, er ist verbunden mit den Addons. Ich glaube nur dann auf, wenn man die Addons spielt. Ja, die Addons sind ja integriert in dem Spiel schon. Ja. Das ist der Punkt, die dadurch, dass die Addons in dem Spiel integriert sind, scheiße, spielt darauf ob du die Addons gemacht hast. Weil die Addons haben in dem Sinne nichts mit ihnen zu tun. Da taucht er schon auf, wenn du die vier großen Alpen besiegt hast. Da taucht er beim letzten großen Alpen, den du besiegst, auf und sagt, ey, guck mal, ich bin der Alida, ich bin hier voll krass und du suchst doch einen Wendrick und hast du nicht gesehen. Was ich mal hart Dinge hätte können, ist, sobald er mal 12 Minuten verloren hat, fangt der viel krasses Brenner auf. Dass das natürlich dann entsprechend stärker redet. Das hätte ich mir denken können. Naja, es ist wie es ist, ich kann es jetzt nicht mehr machen. Beim uralten Drachen war es genauso. Beim allerersten Versuch habe ich schon so weit herumgekappt, dass ich einfach nur, dass er Armbrustschuss gelangt hat. Und natürlich bin ich geil drauf, da ich den das Know-how von daran zu beginnen. Was hat er gemeint ist? Der steht so lang da, ohne Feuer, dass man meint, okay, geil, jetzt kann ich Ding. Jetzt kann ich zwei Schläge machen statt dran. Ja, dann fängt er plötzlich an. Ich hab manchmal auch das Gefühl, dass es irgendwie getriggert ist. Sobald er dich auf eine gewisse Distanz nähert, fängt er mit der ganzen Scheiße an. Zu ihm hätte ich mir auch mal ein bisschen eine Erklärung. Was meinst du? Zu ihm hätte ich mir auch mal ein bisschen eine Erklärung. Was hat er mit sich selber aufgeschleppt, also so kurz in die Feuerscheiße? Ja, der Ida ist derjenige, der die ganze Zeit in der Ios Festung, deswegen auch der Name,
Der hat Leute krank genommen und an denen rumexperimentiert. Die Schützen haben sich die Drachen, so verflucht oder so. Und wollen aus denen Drachen machen. Und ich schätze einfach mal, dass der irgendwann mal selber an sich rumexperimentiert. Und das ist dann halt nicht so toll gelaufen.